Es freut mich, dass ich heute da sein kann. Danke für die Einladung. Ich möchte Ihnen jetzt sozusagen meine Sicht auf die Dinge zu dem Thema Recht auf Risiko versuchen näher zu bringen. Und wir haben uns draußen in der Mittagspause schon über das tolle Symposium unterhalten und vor allem auch über die wissenschaftlich ganz toll aufbereiteten Impulse, die es bis jetzt gegeben hat. Und ich sage es Ihnen gleich, mein Impuls wird jetzt gar nicht wissenschaftlich werden. Also ich möchte einfach euch nur erzählen, wie es so in meinem Leben als Bergsteigerin, in meinem Leben als Bergführerin so läuft, welchen Bezug ich eben zu diesem Thema eben Recht auf Risiko habe. Mein Hintergrund, wie gesagt, ist ein rein praktischer. Bin seit 13 Jahren als Bergführerin aktiv in verschiedenen Institutionen, mittlerweile österreichische Bergführerausbildung, aber auch in einem Projekt vom ÖRV, über das möchte ich zum Schluss von meinem Impuls noch einmal sprechen, im Projekt der jungen Alpinisten. Und ja, ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein ins Thema. Wie sich's für einen Bergsteiger oder Bergsteigerin gehört, bringe ich euch jetzt sofort in die Berge. Die Reise geht gleich einmal nach Patagonien. Und zwar möchte ich euch von einer Reise erzählen, die hat vor 2 Jahren stattgefunden. Ich habe dort meine Bergführerkollegin und Freundin Dörte Biathron besucht. Die lebt dort im patagonischen Sommer. Und ja, unser Ziel bei der Reise, und jetzt muss ich schauen, dass das mit diesem Pointer da funktioniert. Ja, das Ziel war sozusagen, oder eines der Ziele war, die Fitzroy-Nordwand zu durchklettern. Das haben wir dann eben versucht. Also, wie Sie sicher wissen, auf der Südhemisphäre ist Gott sei Dank in den Nordwänden Sonne. Drum wirklich ja, ist so. genau, unser Ziel war eben, jetzt versuche ich es einfach auf der Seite da zu zeigen, unser Ziel war, da aufzusteigen und durch diese Wand da durchzuklettern, auf den Gipfel rauf. Und den Abstieg zeige ich jetzt fairerweise auf der anderen Seite. Und der Abstieg wäre dann da über den Normalweg, auf, unter Anführungszeichen Normalweg, über die Franco-Argentina-Route wieder zurückgegangen. Das ist noch einmal die Route eben im Profil. Also es geht da so rauf, rauf auf den Gipfel, auf der anderen Seite runter und dann der Abstieg. Und wie ich Ihnen sicher nicht sagen muss oder erklären muss, in Patagonien ist das Wetter natürlich immer ein Thema und wir haben ein Wetterfenster von 2,5 Tagen gehabt für die Aktion. Wir klettern relativ viel miteinander und ich glaube, oder ich behaupte jetzt einmal ganz kühn, dass wir auch nicht ganz langsam sein. Also wir haben gesagt, das könnte man schon in dem Zeitfenster schaffen und haben uns dann sozusagen diese Herausforderung gestellt und sind dann hin am ersten Tag bis zum Wandfuß vom Dorf von Chalten aus, haben dann dort, die Dörte macht da jetzt gerade die Querung auf den Sattel rüber, bivakiert und früh am nächsten Tag sind wir dann eingestiegen. Ja, das ist so echt eine coole Kletterei, gar nicht so leicht, vor allem mit eben Biwak-Sachen und Material für 3 Tage, das bin jetzt ich mit dem Vorsteiger-Rucksack, der hat idealerweise nur 12 Kilo. Der Nachsteiger-Rucksack ist eben noch schwerer, weil man halt ein bisschen Material mit hat. Und echt eine coole Kletterei, wenn man da sieht, also Granit vom Feinsten und je höher wir gekommen sind, umso mehr Gaude haben wir bei dem Ganzen gehabt und waren, sage ich einmal, relativ flott unterwegs, bis wir im oberen Teil kurz vorm Grat auf komplett vereiste Risse gestoßen sind. Das ist jetzt da das letzte Bild, was ich da noch gehabt von der Stelle. Vereiste Risse bedeuten, dass man einfach langsamer ist. Man muss die Placements, also die Punkte, wo man die Sicherungen anbringt, alle mit dem Eisgerät freimachen, um dort eben Friends reinzubringen, um das absichern zu können. Und wenn man das macht, dauert es natürlich. Wenn sie nicht vereist sind, sind wir relativ schnell. Aber wenn es eben leider vereist ist, dann, ja, dann dauert es länger. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir sind nicht so weit gekommen an den Tag, wie wir uns das erhofft haben. Das zeige ich jetzt vielleicht da noch einmal. Also wir wollten mindestens bis auf den Grat oder bis auf den Gipfel kommen.
Und wir sind irgendwann da ungefähr kurz unterm Graz sind wir stecken geblieben. Also für euch da, ungefähr da, genau. Und ja, dann ist es leider dunkel geworden. Und ja, das ist so der Blick aufs patagonische Inlandeis vom Biwakhaus. Also wir haben uns dann eben die Frage gestellt, was machen wir? Und haben uns dann eigentlich, und jetzt komme ich endlich auf den Punkt, warum ich euch eigentlich die Geschichte erzähle, für den vermeintlich sicheren Rückzug entschieden. Also wir haben gesagt, das macht keinen Sinn, wir werden es nicht schaffen. Wir sind einfach schlecht in der Zeit, wir sind zu langsam und die vermeintlich sicherere Entscheidung ist jetzt einfach umzudrehen, den Rückzug anzutreten. Und das haben wir dann auch gemacht und ungefähr in dem Bereich da, ungefähr in dem Bereich da herunten, also wir sind da wieder abgesalt, da abgestiegen über das Schneefeld, ungefähr da in dem Bereich, da hat sich dann aus der oberen Nordwand vom Fitzroy eine relativ große Schuppe gelöst. Die Schuppe ist in das Schneefeld drunter gestürzt, hat dort punktförmig eine riesen Lawine ausgelöst und ist über unsere Köpfe hinweg nach unten gegangen. Wir haben nur das Riesenglück gehabt, dass wir eben genau da an der Engstelle gestanden sind, wo wirklich der Schnee über uns drüber geschossen ist und wir sind wirklich drunter gestanden. Wenn wir weiter drüber oder weiter drunter gewesen wären, würde ich halt fix nicht mehr da stehen. Und ja, das ist das erste Foto nach der Aktion, da können wir wieder ein bisschen lachen. Bei der Aktion selber war uns natürlich nicht so zum Lachen zumute und ja, nach so einer Aktion fragt man sich ja wirklich, also im Prinzip haben wir ja im Sinne der Sicherheit versucht zu agieren und haben abgeseilt und sind dann eigentlich fast beinahe im totalen Desaster geendet. Und ja, vielleicht anhand von dem Beispiel ganz praktisch erklärt, dass es eben mit diesem Risiko und mit der Sicherheit vielleicht nicht ganz immer so einfach ist, auch in der Praxis, wie man sich das vorstellt. Weil nur weil man jetzt auf ein gewisses Risiko verzichtet, heißt es noch lange nicht, dass man automatisch in Sicherheit sich bewegt. Ja? Gut, ich habe ja gesagt, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber vielleicht ist es doch ganz gut, wenn man sich einmal anschaut, was ist das Ganze eigentlich? Ja? Von was sprechen wir da? Und für mich ist es schon wichtig, ich beobachte es immer wieder, vorhin ist das Thema Medien eh schon von einem Referenten vor mir gefallen. Also ich denke, die Perspektive auf das Thema ist ganz was Entscheidendes. Wer sieht den Begriff Risiko wie? Ja, die Medien oder die breite Öffentlichkeit hat sicher ganz noch einmal ein anderes Verständnis oder einen anderen Bezug zu dem Begriff, wie wir es als Profis oder Professionisten am Berg eigentlich haben. Und wenn wir jetzt sozusagen dieses gegensätzliche Duo sozusagen gegenüberstellt, dann kommt man, und da habe ich mich sogar in der Soziologie schlau gemacht, da kommt man relativ schnell drauf, die Soziologen sprechen da von einer sozialen Fiktion. Also soll heißen, das Risiko, und wenn es einen Soziologen da herinnen gibt, bitte mir sofort zu widersprechen, aber rein soziologisch gesehen gibt es den Terminus oder gibt es die Sicherheit eigentlich gar nicht. Das gibt es nicht. Sicherheit ist eine soziale Fiktion. Wir können maximal versuchen, das Risiko zu minimieren. Aber die Sicherheit, also die Folge von der maximalen Risikoreduktion, ist nicht logischerweise die Sicherheit. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig zum Ausdruck gebracht. Ein Begriff, mit dem wir immer wieder zu tun haben, den hören wir ganz oft, ist das Thema Restrisiko. Wenn man es eigentlich ganz genau nimmt, müsste man das auch eliminieren oder man muss es halt nicht explizit anführen, weil das Risiko ist ja schon der Rest. Oder? Glaube ich halt. Ich denke mal. Und ja, vielleicht noch ein Begriff dazu, der ist schon ganz wichtig, weil dann sind es die zwei Sachen, die da noch übrig bleiben. Also zum einen eben das Risiko, wirklich das, was der Mensch versucht,
berechenbar zu machen, abzuschätzen, mit natürlich ganz einem großen Graubereich, vor allem, also ich rede jetzt natürlich vom Bergsteigen, vor allem im Bergsteigen können wir einfach ganz viele Sachen des Risikos nicht kalkulieren. Und demgegenüber noch die Gefahr, das wären eben so Naturgefahren, zum Beispiel eben diese Schuppe, die von oben ausbricht, runterfällt, die Lawine auslöst, das sind so Naturgefahren, die wir auch oft einmal nicht einmal ins Kalkül ziehen können, weil wenn wir uns dessen oder der Gefahren immer bewusst wären, dann dürfte man ja eigentlich nicht einmal mehr aus dem Haus gehen. So. Und noch einmal übergeordnet, und dann höre ich eh schon wieder auf mit Definitionen, könnte man diesen Wagnisbegriff stellen, also der wäre sozusagen der übergeordnete Begriff. Wir gehen am Berg sozusagen ein Wagnis ein, wir gehen in die Berge, lassen uns auf dieses Wagnis ein, versuchen Risiken zu minimieren, Gefahren vielleicht zu erkennen oder nicht, aber Sicherheit werden wir am Berg auf keinen Fall erlangen. Das möchte ich damit nur mal klarstellen. So, wieder zurück zur Praxis, und wie gesagt, mein Impuls hat echt keinen Anspruch auf wissenschaftlich, also der ist einfach nicht wissenschaftlich, ist ja natürlich mein persönlicher Bezug zu dem Ganzen auch, und ich würde jetzt ganz gerne mal über die Dinge reden, die unseren Risikobegriff natürlich auch beeinflussen, also alle, glaube ich, und da spielen die Medien natürlich ganz eine starke Rolle. Also Medien transportieren mit Bildern gewisse Informationen, auf die wir alle ansprechen oder nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Bild da oben anschaut, das kommt von einer Reise, Kletterexpedition in den Oman. Wenn ich das jetzt zum Beispiel anschaue, ich habe das Bild auch gemacht, sehe da eine Frau, die am Markt ihre Ziegen loswerden will. Wenn ich es unkommentiert stehen lassen würde, glaube ich, könnte man jetzt in Erfahrung bringen, wer da was sieht. Also ich glaube, da wären jetzt viele, viele Dinge drinnen, die auch gleich einmal mit negativen Erfahrungen in Verbindung gebracht werden. So, apropos. ja, der Winter steht bevor und wahrscheinlich werden wir, oder hoffentlich werden wir in nicht allzu langer Zeit, wieder mit dem Thema Lawinengefahr konfrontiert sein. Und es ist jetzt eigentlich so die letzten 2-3 Jahre Mode geworden, dass sie uns immer so diesen Sager heute auch schon zum Beispiel bei Stufe 3 so ganz subtil auch schon beim Wetterbericht am Abend so noch unten dran legen. Bitte verlassen Sie heute oder morgen nicht die gesicherten Pisten. Es herrscht extrem hohe Lawinengefahr, Stufe 3 zum Beispiel. Also das ist etwas, was wir jetzt immer öfter in den Medien auch schon mitkriegen. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz anschauen, wie sind da die Folgen auf solche Informationen, die über die Medien sozusagen an die breite Masse kommuniziert werden. Und die Folgen für uns Profis zum Beispiel, und da spreche ich jetzt wieder, oder da kann ich jetzt ein Praxisbeispiel wieder bringen. Ich habe öfters die Situation, dass die Leute in der Früh herkommen und sagen, du, eben ein Skitour ist geplant. Die Leute kommen und sagen, ja, jetzt haben wir im Radio gehört, heute ist sehr hohe Lawinengefahr, bitte verlassen Sie nicht die gesicherten Pisten, aber wir gehen ja eh mit dir, da sind wir eh sicher. So, das muss ich dann natürlich aufwendig versuchen zu erklären. Ich meine, die Leute, die öfters sich, also die Stammgäste zum Beispiel, die sagen das nie, aber gerade so neue Kunden, die kommen dann eben schon oft mit dem daher und setzen uns Profis natürlich dadurch auch unter Druck, ganz klar. Ich denke auch, dass zum Beispiel in der Jugend diese Information, jetzt wieder auf das Beispiel bezogen, bitte verlassen Sie heute nicht die gesicherten Pisten, vielleicht sogar ein bisschen Affinität zum Thema Risiko bringt. Fragezeichen. Könnte man vielleicht dann auch diskutieren. Weil eben die Jugend will Grenzen ausloten. Die Jugend will wissen, okay, wie weit können wir eigentlich gehen? Und wenn ich jetzt eh schon im Radio höre, wie gefährlich das heute ist, könnte es eigentlich eine ganz gute Chance sein, da mal hinzugehen. Und vielleicht die krassesten Folgen in meiner Meinung nach derzeit ist so, was solche Informationen von den Medien, solche teilweise auch Panikmache bei der Durchschnittsbevölkerung erzeugt, und zwar ganz einfach einmal Angst. Die Leute sind verunsichert, sie wissen nicht, das ist gefährlich, warum muss man denn da noch in die Berge gehen, wenn eh da und was passiert. Und jetzt sterben eh so viele Leute in die Berge und. Also das ist so
so Sätze, die nehme ich immer mehr wahr. Und diese Risikoaversion, also ich setze mich diesem Risiko einfach nicht aus, weil ich Angst habe, dem gegenüber steht, glaube ich, unser Potenzial, um zu lernen und uns zu entwickeln. Weil wie soll denn ich zum Beispiel, wenn ich bei Stufe 3 nicht ins Gelände gehe und diese Situation, diese Risikosituation, wie soll ich denn lernen, mit der umzugehen, wenn ich sie meide? Ich kann überhaupt keine Ahnung von Schnee- und Lawinenkunde haben, wenn ich ständig daheim bleibe, ganz einfach. Thema Eigenverantwortung, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was da auftaucht. Man gibt es ab, man kann auch gar keine Entscheidungen treffen, für die man dann Verantwortung übernehmen muss oder soll. Thema Institutionalisierung, also man versucht das Ganze einfach abzugeben. Und dann natürlich gibt es auch immer wieder das Thema, ich meine, du wirst besser wissen wie ich, das Thema der Schuld und der Schuldigen, einfach so Sachen, ich möchte es nur so als Impuls einfach einmal bringen und gerne danach drüber noch einmal diskutieren, was das eben mit uns macht, diese negativen, teilweise wirklich sehr angstbesetzten Bilder, die wir über die Medien kriegen. Ich glaube, das ist etwas, was auch gerade momentan voll in ist, also diese Helikoptereltern, vielleicht eben noch einmal Fragezeichen, könnte das auch daraus resultieren, dass wir halt ständig über die Medien irgendwelche Panik machen, hören und die Eltern oder die Neo-Eltern versuchen, ihre Kinder ständig vor allem zu bewahren. Jetzt zum Beispiel bin ich eine Runde joggen gegangen und habe dann eben genau wie ich den Vortrag vorbereitet habe und dann laufe ich durch den Park und bleib da so stehen auf einem Spielplatz und schaue einmal so und dann sehe ich echt eine Mama, die haltet ihr Kind auf der einen Seite und auf der anderen Seite will das Kind gerade über so eine Leiter aufklettern. Und klettern kann man echt schwer mit einer Hand, gell? Und sie hat sich echt versucht mit der anderen und das war echt eine schräge Situation. Also ich habe mir echt gedacht, boah, was geht's da jetzt? Also lasse ich sie jetzt klettern oder also Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube eben, Angst vor der Angst, Angst vor den Fehlern und ein ganz wichtiger Punkt, der wäre mir wirklich wichtig. Ich glaube, wir haben immer mehr gesellschaftlich bedingt Angst vor diesem Scheitern. Es soll so sein, dass wir in unserer Hochleistungsgesellschaft schneller, höher, weiter steigen. Das ist bei uns Bergsteigern genau das Gleiche. Es wird Druck aufgebaut, aber niemand darf scheitern. Niemand darf runterfallen, niemand darf einmal eine negative Erfahrung machen. Immer muss man den Gipfel erreichen. Es wird Druck aufgebaut. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was man vielleicht durch mehrere Gesellschaftsschichten beziehungsweise durch mehrere Interessen, also sei es jetzt im normalen Alltagsleben oder eben auch in gewissen Sportarten immer mehr erkennen kann. Diese Angst vor dem Scheitern, wir dürfen gar nicht mehr scheitern, wir dürfen gar nicht mehr abstürzen. Und wenn ich denke, wenn die Jungs da damals, die waren glaube ich relativ risikoaffin, glaube ich halt einmal. Und ich glaube, dass diese Risikoaffinität und vielleicht da wieder im Umkehrschluss, vielleicht eine Verbindung mit der Wissenschaft, wenn ich mich nie versuche, auf was Neues einzulassen und dadurch auch das Scheitern impliziere, dann wird wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einmal, obwohl ich keine Wissenschaftlerin bin, vielleicht auch nichts Neues rauskommen, könnte sein. Also ich bin der Meinung, wir brauchen das Scheitern, wir brauchen die Versuche, wir müssen sozusagen das Risiko des Scheiterns auch auf uns nehmen, um uns überhaupt weiterentwickeln zu können. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck. Gut, jetzt habe ich ganz viel gesprochen über Wagnis und über Risiko und über Scheitern und über Gefahren und Lawinen und Zeug. Aber ich glaube, jetzt wäre es echt einmal am Punkt zu sagen, warum machen wir denn das Ganze eigentlich? Also warum setzen wir uns diesen ganzen Dingen überhaupt aus, wenn die alle so furchtbar und schrecklich sind? Und da kann ich jetzt wieder nur von mir ganz persönlich reden. Also ich habe zum Beispiel, für mich steht dieses Erlebnis vom Bergsteigen natürlich voll im Vordergrund. Und ich versuche auch das Risiko, wie gesagt, zu minimieren oder in den Griff zu kriegen, aber das Erlebnis und vor allem auch die Menschen,
mit denen ich diese Erlebnisse teilen kann, die stehen für mich absolut im Vordergrund. Ich habe durch das Bergsteigen, über die Bergsteigen, die mittlerweile wichtigsten Leben in meinen Menschen in meinem Leben kennengelernt, mit denen ich glücklicherweise auch noch diese tollen Erlebnisse teilen kann. Also das ist wirklich für mich zentral an dem Ganzen. Etwas, was mir auch taugt bei dem Ganzen, ich kann echt einmal diesen Flow erleben. Ich kann wirklich mich ganz, ganz fokussieren auf, oft sind es beim Klettern nur ein paar Meter, wo ich echt schauen muss, dass ich den Griff halten kann, dass ich die Haxen aufbringe und einfach Projekte, die mich motivieren. Das ist ein Projekt, das war vor 2 Jahren, das ist eine Tour in der großen Zinne Nordwand, die hat bis dahin noch keine freie Begehung gehabt. Und das sind so Ziele, die mich dann auch immer wieder inspirieren. Und ich versuche, da hinzugehen und ich versuche, daran zu arbeiten. Das bringt der Menschheit und der Wissenschaft wahrscheinlich nichts, das ist mir schon klar. Aber für mich persönlich sind es einfach so Ziele, die ich auch wieder mit anderen, also mit meinem normalen Leben in Verbindung bringen muss. Und das ist einfach so dieser Flow, den man dann da auch erlebt. Und da geht es natürlich nicht darum, dass man nur riskiert und versucht zu scheitern sozusagen, sondern, oder auch wie es der Kollege vorher gesagt hat, dass Leute gehen nicht in die Berge, um zu sterben. Leute gehen in die Berge, um möglichst gestärkt und bereichert aus dem Wagnis wieder rauszukommen. Und eigentlich ist es, glaube ich, zumindest für mich genau das, um was es da geht. Das sind auch so Sachen, die tauchen am Berg ganz gerne mal auf. Das war so eine Situation nach 3 Tagen im Torre Valley, wo man dann zum Schluss noch über diese scheiß Moräne gehen muss, die echt gefährlich ist, glaube ich. Also die Brocken, die bewegen sich gern. Aber es sind trotzdem so Sachen, so, das nimmt man einfach in Kauf, weil es halt eben Teil von dem ganzen Abenteuer, von dem ganzen Wagnis ist. Man lernt, es war auf einer Reise nach Pakistan, die Menschen einmal so anders kennen wie über die Medien, kriegt ganz andere Eindrücke von den Menschen, von den Ländern. Und last but not least, also da könnten wir jetzt viele, viele Beispiele noch bringen, glaube, dass es auch ein wichtiges Ereignis ist oder Erlebnis ist beim Bergsteigen, dass man gemeinsam einfach diese Ziele erreicht. Das ist jetzt ein Bild vom Großglockner nach einer relativ anspruchsvollen Stühlgrat-Führungstour. Und das sind so Momente, ich glaube, wenn man uns da allen in die Augen schaut, kann man, glaube ich, muss man eigentlich vielleicht gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, es ist ganz klar, um was es da eben geht. Es geht eben nicht nur um Risiko und nicht nur um Sterben und um Scheitern, sondern es sind auch diese Momente, glaube ich, die uns am Berg wirklich zu dem machen, was wir eben sind als Bergsteiger. So, ganz so einfach ist es leider aber trotzdem nicht. Das heißt, das Erlebnis steht zwar schon irgendwo im Vordergrund, aber wir haben natürlich ganz viele andere Sachen im heutigen Bergsteigen sozusagen, mit denen wir uns konfrontieren müssen. Und wenn ich vorher von diesem Risiko gesprochen habe, glaube ich, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir uns einmal überlegen, wie schaut es denn eigentlich mit unserer Risikokultur wirklich aus? Also dürfen wir das Ganze machen? Dürfen wir uns eigentlich nur wirklich riskieren? Wie viel dürfen wir riskieren? Und vor allem, glaube ich, ist das etwas, was man, also es war eigentlich immer schon so, dass die Erfahreneren haben Dinge an die Jüngeren, die nachkommen, an die nächste Generation sozusagen weitergegeben. Heute, glaube ich, sagt man Neudeutsch, nennt man das Mentoring. Und da möchte ich jetzt so als letzten Punkt schon von meinem Impuls hin, also ich möchte Ihnen jetzt von einem Mentoring-Projekt erzählen, wo wir eben bewusst versucht haben, diese Risikokultur den jungen Bergsteigerinnen und Bergsteigern weiterzugeben. Und dieses Projekt, ich habe es im Eingang schon kurz angeschnitten, war eben das Projekt der jungen Alpinisten. Von 2014 bis 2016 ist es gegangen. Und ja, 16 junge Männer und Frauen haben sich da sozusagen dem Abenteuer Alpinismus ausgesetzt, begleitet von Mentoren. Am Anfang hat man versucht, einfach einmal die Werte aus den Youngsters einmal ein bisschen zu kitzeln. Was ist euch denn eigentlich wichtig? Oder Matthias Bramstaller war da auch federführend dabei, so bei dem Thema, sagt einmal, um was geht's euch? Wie ist euer Zugang zu dem Ganzen? Wie ist euer Hintergrund?
Und da waren natürlich auch so Themen, da ganz unten rechts auf dem Flipchart steht es, wie Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung, Selbstreflexion für Leute so zwischen 18 und 22 scheinbar schon auch ein wichtiges Thema. Begleitet wurde das Projekt von unterschiedlichen Mentoren, logischerweise alles staatlich geprüfte Berg- und Skiführer, teilweise keine Unbekannten, was den Alpinismus angeht, nicht nur österreichweit, sondern glaube ich auch weltweit. Und, aber trotzdem ganz eine bunte, gute Mischung, die versucht hat, eben den Youngsters das weiterzubringen oder zu kommunizieren. Und wir haben das ja nicht zufällig gemacht, sondern wir haben da schon versucht, so eine Art Konzept zu verfolgen. Und zwar am Anfang von dem Ganzen war ganz wichtig, dass wir ihnen zeigen, wie es geht. Wissen transferieren. Im ersten Jahr war viel Standplatzbau, solche Sachen, viel technische Details auch wichtig. Und natürlich auch immer mit Learning by Doing. Also immer draußen, immer in den Bergen, immer geschaut, okay, das, was wir ihnen zeigen, sofort anzuwenden. Und je länger das Projekt gedauert hat, umso mehr haben wir versucht, uns in den Hintergrund zu halten und nur mehr in beratender Funktion da zu sein. Und ja, als Bergführer ist das nicht immer ganz einfach. Wir haben ja die Sorgfaltspflicht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und müssen natürlich zum Schluss wirklich auch schauen, dass das Ganze unter Anführungszeichen korrekt abläuft. Und das war für uns, glaube ich, alle ganz ein interessanter und spannender Lernprozess, wo wir einfach auch von unserer klassischen Bergführerarbeit ein bisschen rausgegangen sind, eben nicht nur führen und sagen, okay, ich gehe jetzt voraus, so funktioniert das, sondern dass wir die jungen Männer und Frauen wirklich auch selber vorausgehen haben lassen. Wir sind hinten nachgegangen, wir haben uns angeschaut, ob das passt, haben es dann noch, also auch zum Thema gemacht, haben das gemeinsam besprochen. Und so haben wir versucht, dieses Mentoring-Konzept über diese 2 Jahre zu verfolgen. Die verschiedenen Updates, ja, also alles, was der Alpinismus eigentlich beinhaltet, die ganzen Spielformen. Da waren wir in die Dolomiten beim Alpinklettern. Und wir haben uns natürlich auch immer bei den Updates Ziele ausgesucht, die jetzt nicht ganz so stark frequentierte Modetouren waren, wo man wirklich noch selber viel machen muss, wo es nicht immer ganz klar ist, wo geht es lang, wo kommen wir da rauf, wo kommen wir da runter, weil man halt eben wirklich die jungen Frauen und Männer zu selbstständig denkenden, entscheidenden Menschen machen wollten, die halt auch selber ihren Weg finden. Risklettern in Cadarese war sicher auch eins von den Highlights, was wir gemacht haben. Ganz wichtig, auch wenn man dann weiterdenkt in Richtung Expedition. Die großen Berge der Welt sind ja fast alle Granittouren oder viele davon, wo man halt eben Risklettern muss. Bei uns in Patagonien war es genau das Gleiche. Da muss man schnell lernen, das selber abzusichern auch und das auch noch halbwegs in einer Zeit. Mein Kollege, der Hannes Leitner, erklärt da gerade, wie man einen gescheiten Stand im Eis baut. Der Much erklärt da, glaube ich, gerade etwas vom Standplatzbau, Kräfteverteilung. Und dann ist der 1. April 2015 bei einer Skihochtourendurchquerung in der Dauphiné passiert leider ein folgenschwerer Unfall. Wahrscheinlich haben alle von Ihnen aus den Medien auch darüber gehört. Leider sind bei dem Unfall 3 der jungen Alpinisten ums Leben gekommen. Einer ist schwer verletzt, aber lebend davongekommen, der Clemens. Und ja, jetzt haben wir sozusagen diesen Worst Case plötzlich gehabt. Wir haben immer über Risiko geredet, über Eigenverantwortung, über Selbsteinschätzung. Und plötzlich, plötzlich das. Ja, die Zeit danach war sicher schwierig für alle, also für alle näheren Beteiligten sowieso, aber auch fürs Umfeld. Ich glaube, das war, oder auch für den Alpenverein selber, keine einfache Zeit. Und ich bin dann total froh, dass diese Aufarbeitung, und da muss ich wirklich sagen, da bin ich dem Alpenverein auch sehr, sehr dankbar, diese Aufarbeitung des Ganzen, also das ist nicht einfach weggeschoben worden, so, das ist jetzt passiert, wir stellen das ganze Projekt ein, das lassen wir jetzt an, das ist zu, also so,
sondern man hat gesagt, okay, wir müssen das Ganze aufarbeiten, wir wollen lernen aus dem, wir wollen verstehen, wie waren die Hintergründe und wir müssen uns vor allem einmal auch wahrscheinlich aus psychologischer Sicht mit dem Ganzen konfrontieren. Und das ist auch passiert. Es hat viele, viele Gespräche gegeben. Wir haben uns oft getroffen. Es war eigentlich ein reger Austausch mit allen, bis man dann auch zum Schluss gekommen ist, so ein halbes Jahr später ungefähr. Wir wollen, also wir, die wollten, wollten gemeinsam weiterhin in die Berge gehen. Nicht alle der Teilnehmer, teilweise vielleicht auch durch die Eltern im Hintergrund bedingt, das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, aber jedenfalls die Grundstimmung war, wir wollen wieder gemeinsam in die Berge gehen, weil uns das einfach, das ist einfach das, was uns Freude macht und wir brauchen jetzt etwas, was uns Freude macht, um diese folgenschwere Situation besser meistern zu können. Und das war für mich persönlich echt eine starke Erfahrung und ich bin total froh, dass wir dann auch die Chance gekriegt haben, dieses ganze Projekt dann auch zu Ende zu bringen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind heuer im August mit einem kleineren Team zur Abschlussexpedition nach Kirgisistan gefahren. Das Ziel von der Expedition war Skokshalto-Tal im Südosten von Kirgisistan, an der Nähe zu, Grenznähe zu China. Und wir haben uns, oder beziehungsweise die jungen Alpinisten selber haben sich das Gebiet ausgesucht, weil sich es eigentlich von der Struktur her recht gut eignet. Also das sind nicht allzu hohe Berge, die man in einem Zeitrahmen von 3 Wochen relativ gut ohne lange Akklimatisierungszeiten erreichen kann. Und was die Youngsters natürlich besonders interessiert hat, es waren zumindest in den Berichten, die wir gehabt haben, war zu sehen, dass man auch technisch anspruchsvolle Klettereien dort machen kann. Das war der Valery, der hat uns 2 Tage lang vom Bishkek dann bis zu unserem Basislager gebracht. Er war immer sehr bemüht, dass das Auto noch funktioniert und das hat zwischendurch ein paar gute oder oft eigentlich Stopps gegeben, jetzt nicht nur Raucherpausen, sondern auch, das ist jetzt gerade die Kühlung von seinem Motor, weil er hat ein bisschen kracht wieder mal. Und dann ist weitergegangen in Richtung Basislager. Da haben wir uns dann eingerichtet und versucht, uns einfach fein zu machen, wie man halt so tut in einem Basislager. Und versuchen die Zeit, die wir dann da sein, eben diese 3 Wochen so angenehm und positiv wie möglich zu gestalten. Wir als Mentoren haben uns eigentlich nicht so viel eingebracht in das Ganze, aber bei gewissen Dingen, die halt natürlich zu tun waren, schon. Also ich mache da jetzt zum Beispiel mit dem Valery und mit seinem Kollegen aus, dass sie uns eben bitte in 3 Wochen wiederholen sollen. Und da war ein bisschen die Diskussion, geht es überhaupt, weil wenn Schnee kommt, kommen wir da nicht ganz so einfach wieder aus dem Tal raus. Aber ja, das war auch so ein Thema. Wir gehen das Wagnis ein, wir schauen, was passiert. Wenn es schneit, schneit es. Und wenn nicht, ist gut. Aber wir müssen halt schauen, wie wir da weiterkommen. Und ich glaube, das haben wir dann auch ganz gut hingebracht. Das ist eine der Akklimatisierungstouren. Da sind wir so auf die noch technisch leichteren 4000ern rund um unser Basislager gestiegen. Und beim Akklimatisieren ist uns dieser Wandbereich da drüben aufgefallen, und zwar da. Da. Und das hat eigentlich genau nach dem ausgeschaut, nach dem wir gesucht haben. Also technisch anspruchsvolles Gelände, nicht zu hohe Berge, vor allem auch keine objektiven Gefahren über uns. Also das sind keine Serak-Zonen. Der hohe Berg da, der steht ein Tal weiter im Hintergrund, das ist der Kisil Aska, das ist der höchste Berg da in der Kokshalto Range. Der ist so 5,8, 5,9, also so knapp 6.000 und die Berge da im Vordergrund, die sind alle so um die 5.000 und das war sozusagen dann unser Ziel. Wir sind dann raufgestiegen und haben an einer Seitenmoräne, das wäre jetzt da in dem Bereich irgendwo, haben wir unser vorgeschobenes Basislager aufgestellt und von dort aus haben wir versucht, in einem Stil, also ohne Fixseile logischerweise, ganz leicht und schnell, also in einem Alpinstil natürlich, von dort aus zu agieren. Wir wollten auch
ganz wenig hinterlassen. Also wir haben keine Bohrhaken mit gehabt, dass die Touren, die wir dann gemacht haben, die sind alle mit mobile Sicherungsmittel entweder abgesichert oder mit Schlaghaken, wenn es die gebraucht hat. Und das ist schon auch Teil von dem ganzen Mentorenkonzept und auch von unserem Stil, dass wir wirklich schauen, da fair und sauber in den Bergen auch unterwegs zu sein und wirklich auch nichts, wenn es nicht sein muss, hinten zu lassen. Ja, und dann haben wir wirklich ein Glück gehabt. Das war die erste Tour, die uns gelungen ist. Das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass es noch eine Erstbegehung war. Also die Tour ist in der Form noch nicht geklettert worden. Den Peak Gronki haben wir da gemacht. Die Schwierigkeiten, ja, es ist so, wer mit Schwierigkeitsgraden gut kann, es ist so bis M5. Und wir haben auch versucht, also geschickt diesen rechten Teil von den Seracs da nicht allzu stark zu berühren, sondern eher da dann am linken Teil vorbeizugehen, um eben diese objektiven Gefahren eher zu meiden. Und für den Mani, das ist der in der Mitte, war das der erste 5000er. Und ich glaube, man sieht jetzt da seine Augen nicht, aber sie haben schon ein bisschen geleuchtet. Jetzt noch ganz kurz, der Michi und der Roman haben sich am Big Zuckermann versucht, eine relativ steile Eis- und kombinierte Linie, ist ihnen auch ganz eine tolle Tour gelungen, wie es sich herausgestellt hat. Gut, das haben die Jungs aber schon gewusst. War es eine Erstbegehung, weil der Teil da ist schon gemacht worden, aber da die Linie da, wie sie eingezeichnet ist, hat es noch nicht gegeben. Und die ja, haben da wirklich auch eine gute Performance gemacht. Und last but not least, der Alex und der Maxi, die eine neue Tour in dem Ostpfeiler von Big Gronki gemacht haben, die ist nicht so lang wie die anderen, also die hat ungefähr 350, 400 Meter und technisch anspruchsvolle kombinierte Tour, ohne Bohrhaken, nur abgesichert mit mobilen Mitteln und ein paar Schlaghaken, auch nicht viel. Und ja, ich glaube, das war so ganz ein eindrucksvoller Abschluss von dem ganzen Projekt, wobei natürlich allein diese Leistung nicht nur im Vordergrund steht. Also es war natürlich super, dass uns das gelungen ist, aber natürlich war das ganze Team und auch das ganze Projekt über diese 2 Jahre und auch das Thema mit dem Unfall, das war schon wirklich etwas, was uns alle total bewegt hat. Und noch einmal an der Stelle bin ich wirklich froh, dass wir wirklich die Chance gekriegt haben, das auch zu Ende zu bringen. Und ich glaube auch, die Jungs, in dem Fall sind es nur mal Jungs, außer ich halt, haben wirklich da, für die war das auch total wichtig, dass sie da hingefahren sind, dass sie das noch einmal gemacht haben. Und was mir persönlich auch ganz gut getaugt hat, wir haben uns einfach gut verstanden. Es war immer eine Gaude dabei, es war der Matthias, kann das sicher auch bezeugen, immer wenn man mit ihnen was zu tun gehabt hat, außerhalb auch von dem Projekt. Es war immer easy, man hat sich gut verstanden und der Spaß ist schon auch ein bisschen im Vordergrund gestanden bei dem Ganzen, nicht immer nur diese beinharte Leistung, man natürlich auch, aber eine Gaude hat es schon auch sein müssen. Ja, so zum Schluss noch einmal das, was ich Ihnen oder euch sagen oder kommunizieren wollte bei meinem Impuls, durch meinen Impuls. Also diese Wagnisse beinhalten einfach Risiken und Gefahren und wenn wir uns denen nicht aussetzen, werden wir einfach keine Ziele erreichen und auch keine Gipfel, das ist so. Und ich glaube aber allerdings im Umkehrschluss, dass wir ohne diese Wagnisse auch keine Weiterentwicklung erfahren werden. Es geht nicht, wenn man sich dem Ganzen nicht aussetzt und ich denke, wir haben auch Recht auf unvergessliche Momente. Ich denke, wir haben auch Recht auf Scheitern. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch ein Recht auf Wagnis und auf Risiko. Und schließen möchte ich mit einem Zitat, das mir gestern nach einem Gespräch mit einem sehr lieben Freund noch aufgetaucht ist, weil man kann das natürlich nicht nur beim Bergsteigen erleben, sondern natürlich auch bei anderen Spielformen, also Sportarten, die man in der Natur machen kann. Und mit dem Satz möchte ich gern schließen. Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es leider nicht gebaut. Danke.